Wie ihr wisst, bin ich ja gerade im Trainingslager in Südafrika und wir haben einfach diesen traumhaften Strand entdeckt in der Nähe von Kapstadt. Es ist einfach so unfassbar schön gewesen. Wir waren die Einzigen am Strand. Wir sind natürlich erst ins Wasser gesprintet. Ich dachte, ich mache so ein süßes Video von uns, wie wir im Wasser sind. Und dann haben wir einfach irgendwann gecheckt, dass sich was bei unseren Taschen bewegt hat. Und ja, jemand uns beklauen wollte. Wir sind natürlich direkt aus dem Wasser gesprintet, bis wir dann irgendwann gecheckt haben, dass es einfach ein Affe war. Ich hatte so Angst, dass er uns den Autoschlüssel klaut und wir dann da an dem Strand einfach feststecken. Aber er hat sich mit das ganze Essen genommen. Unsere Gesichter dabei waren auf jeden Fall legendär. Und der Gute hat sich dann natürlich erstmal das ganze Essen schmecken lassen und unsere ganzen Snacks aufgefüttert. Er hat wirklich 4 Packungen geklaut und ist damit natürlich direkt weggelaufen. Aber ich bin wirklich froh, dass er nicht die ganze Tasche gegriffen hat. Wir sind danach auf jeden Fall nur noch alleine ins Wasser gegangen, weil uns das Ganze ein bisschen zu risky war, weil er uns wirklich 24/7 einfach beobachtet hat und nicht mehr aus den Augen gelassen hat und natürlich gehofft hat, dass er noch ein bisschen Essen abgreifen kann. Aber daraus wurde nichts mehr.